oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einem Watchface für Wear OS, Retropop HD, Watchface Widget und Live Wallpaper. Was für ein Name. Größe und erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. Aktuelle Versionsnummer der App oder des Watchfaces 4.9.4. In-App-Käufe zwischen 79 Cent bis 15,99 pro Artikel. Und bei 63 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,2 von 5 Sternen. Es ist completely customizable, interactive HD Android Wear, Wear OS, Watchface, Clock Widget und Live Wallpaper. Ich habe mich eigentlich einzig und allein auf das Watchface konzentriert. Ja, es ist ja so Retro Comic Grafik mäßig aus. Ihr könnt die Farben einstellen, ihr könnt bis zu 5 Complications hinterlegen. Das Ganze sieht sehr cool aus, meiner Meinung nach. Translations unter anderem nach Deutsch, also Übersetzung. Wie gesagt, Android Wear 2.0 Complication Support, 24 Stunden Anzeige oder 12 Stunden. Wetter kann angezeigt werden. Ja, und so weiter und so fort. Alles Mögliche, was man sich so wünscht von so einem Watchface und integrierte Burn-in Protection. Nötig, würde ich mal sagen, auf einem AMOLED-Screen einer Uhr. Aber mir ist tatsächlich inzwischen jedenfalls auch kein Watchface untergekommen, was keine Burn-in-Protection mehr hat. Das heißt, es bewegt sich ja immer so ein bisschen, damit es halt nicht an einer Stelle ist. Ich nutze die jetzt von AS2, nutze ich gerade ein Watchface und da sieht man extrem, wie sich das bewegt. Aber das ist natürlich auch schön. Und sobald ihr rauf tappt, rutscht es ja. Also rutschen in Anführungsstrichen. Bewegt es sich in die Mitte. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de. facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.